Vier Spieler sind noch bei Schlag den Raab. Ne, gar nicht wahr. Schlag den Star sind wir. Spiel Nummer 5. Marienkäfer. Luis führt. Und wir wollen mal hoffen, dass wir jetzt ein paar Pünktchen aufholen können. Für das nächste Spiel müsst ihr singend auf einem Bein über die Bühne hüpfen. Ach nee, doch nicht. Die Regeln sind, ihr seht gleich ein paar krabbelnde Marienkäfer mit Punkten auf den Rücken. Ihr müsst die Punkte aller Marienkäfer zusammenzählen. Wer buzzert, hat 5 Sekunden Zeit, seine Antwort einzulocken. Ist diese korrekt, bekommt ihr einen Punkt. Ja, wir müssen jetzt unbedingt punkten, ansonsten ist die Show schon fast verloren. Das Spiel gewonnen. Pro Bahn gibt es immer nur einen Käfer. Die Käfer laufen auch schon mal aus dem Bild heraus, kommen aber auf der gleichen Bahn wieder zurück. Und los geht's. Das Spiel beginnt. Viel Glück. Ich meine, ich habe 18 Punkte gezählt. Ich bin natürlich ein bisschen unter Druck bei diesem Spiel, weil ich weiß, ich muss das gewinnen, damit ich nicht einen Anschluss verliere. Ja, das lasse ich jetzt mal so durchgehen. Das war mega einfach. Interessant. Mit dieser Frage geht's jetzt weiter. So, ich meine, es sind 15. Weil ich weiß aus Erfahrung, dass der Luis mir nicht viel Zeit gibt zum Nachgucken und Nachdenken. Deswegen muss ich das echt schnell zählen und überfliegen. Das war richtig. Na also. Und unser Spiel geht weiter. Ich meine 27. Wie gesagt, da ich ja so schnell zähle, ist die Wahrscheinlichkeit immer sehr hoch, dass ich mindestens einen Fehler mache. Stimmt. Ich habe jetzt richtig Bock. Kann sich noch jemand an Ringing the Bull erinnern? Wollt ihr weitermachen? Los geht's. Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe mich verzählt. Ich habe mich einmal verhaspelt beim Zählen, aber ich hatte nicht mehr die Zeit gehabt. Entweder sind es 18, 19 oder 17. Richtige Antwort. Ach, Gott sei Dank. Gib doch bei allem eine Taktik. Weil ich beim Zählen so quasi gestolpert bin einmal. Dann machen wir mal weiter. Ich meine 23. Natürlich einmal schwierig, weil der, den ich zähle wollte zum Schluss, der ist dann unterm Blatt verschwunden und dann direkt wieder zurückgekommen. Das hat es echt schwer gemacht. Das akzeptiere ich als richtig. Sowas kann ich echt gut. Dann wollen wir mal schauen, was als nächstes kommt. Jetzt muss ich den zweiten von links. Der bleibt unter dem Blatt stehen, das ist natürlich scheiße jetzt. Ich meine 33. Das war jetzt wirklich schwierig. Absolut richtig. Wunderbar, das waren jetzt ganz, ganz wichtige Punkte. Um in der Show zu bleiben. 8 zu 7.
Falls ihr euch fragt, warum ich nur 7 Punkte hier zu vergeben habe, ich habe auf halbe Show gestellt. Weil eine komplette Show dauert einfach zu lang. Das ist auch nicht so leicht. Da braucht man ein sehr, sehr ruhiges Händchen. Und der Luis, das weiß ich ja auch aus Erfahrung, der spielt das Spiel wirklich sehr, sehr gut. Also der schießt immer so zwischen 7 und 10 Punkte, die hat er immer. Also zeigt, was ihr könnt. Auch wenn der Luis nicht aussieht wie Robin Hood, aber das Spiel kann er richtig gut. So. Ja, diesen Schnitt muss ich versuchen zu halten. Weil 24 Punkte macht er so immer 22 bis 24 mindestens. Okay. Wer zuerst 3 Punkte hat insgesamt, der gewinnt das Spiel. Gucken wir mal, was der Luis jetzt macht. Es wäre natürlich unheimlich gut, dieses Spiel zu gewinnen. So sind wir im letzten Spiel nicht ganz so unter Druck. Ja, das haben wir gewonnen. 25 zu 21. Einen Punkt haben wir. Aber wir müssen 3 machen, um hier was zu reißen. Oh, das war gut. Ich hoffe, das geht weiterhin so gut. Ja, es war ganz okay. Also man braucht hier wirklich eine extrem ruhige Hand, weil auch schon bei diesem Kugelspiel die Steuerung, die Bewegungssteuerung funktioniert wirklich so gut, dass die extrem empfindlich reagiert. Wenn er natürlich jetzt noch eine 9 macht und dann noch eine 10, dann hat er gewonnen, diese Runde. Ja, er macht eine 6. Also auch mit der 10 kommt er nicht mehr an uns heran. Also sprich, wir führen jetzt 2 zu 0. Müssen aber jetzt noch einen Punkt holen. Das hat er aber extrem schlecht gemacht. Normalerweise macht er immer über 20 Punkte. Wahrscheinlich ist er jetzt im letzten Spiel umso besser. Das war schlecht. Ich merke gerade, ich bin extrem am Zittern. Ich weiß gar nicht warum. Man merkt, ich werde nervös. Jetzt wäre natürlich eine 10 sehr gut, damit ich wenigstens 23 habe, weil er wird gut machen. Er wird mindestens 24, ja, vielleicht 22 auf jeden Fall machen. Nee, das war nichts. 21, da wird der Luis jetzt einen Punkt machen und uns damit dann weiter unter Druck setzen. Das haben wir nicht gut gemacht. Der zweite Schuss, der war da königlich daneben. Ärgerlich, aber nicht zu ändern. Also man merkt wirklich, diese Atmosphäre von Schlag den Star kommt hier wirklich hoch, weil man ist wie jetzt, man fängt an zu überlegen, man weiß genau, okay, ich habe jetzt gleich 3 Punkte und dann führe ich und man setzt sie selber unter Druck. Und tatsächlich, der Luis, der hat es echt verkackt. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Und damit führen wir. Er darf jetzt seine wohlverdienten Punkte einfahren. Gut gemacht, David. Es kann nur einen geben. Durch diesen Sieg gehst du jetzt eindeutig in Führung, David. Ich bin gespannt, was die Statistik sagt. So, 14 zu 7. Wenn er jetzt das letzte Spiel gewinnt, dann gibt es ein Entscheidungsspiel.
Was wir jetzt nicht hoffen wollen. Ich hoffe nicht, dass Sackwerfen kommt, weil Sackwerfen funktioniert wirklich nicht. Das habe ich nur im Internet nachgeguckt. Und das ist auch nicht gerade leicht. Also der spielt ein Musikinstrument vor und wir müssen aus 4 Stück, oder waren es sogar 6 Stück, ein Instrument dann rauswählen. Und da ich nicht ganz so viel Ahnung von Musikinstrumenten habe, und der Luis leider ja, ist das Spiel fast schon entschieden eigentlich. Und wenn jetzt noch als letztes Spiel dann als Entscheidungsspiel Sackwerfen kommt, habe ich dann die Show verloren, weil Sackwerfen funktioniert nicht. Bei richtiger Antwort bekommt ihr einen Punkt. Bei falscher bekommt euer Gegner einen Punkt. Jetzt muss ich überlegen, riskiere es und lass ihn mehr oder weniger machen, aber er wird dann richtig raten. Weil er weiß das einfach. Hier, das soll ein Musikinstrument sein. Keine Ahnung, was es ist. Klingt wie so ein. Das habe ich gerade gedrückt, aber er war schneller. Klingt wie so eine Ratsche. Genau, so eine Knarre. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Verflucht, das hätte ich sogar gewusst. Aber. Er war eine Hundertstel früher am Drücken. Mann, war das gut. Aber ich wusste gar nicht, dass dieses Ding als Musikinstrument gilt. Und schon wieder was gelernt. Neue Runde, neues Glück. Klingt wie so ein Banjo oder sowas. Gibt's das? Ja. Oder könnte auch eine Laute sein. Ich mach mal der erste Gedanke als richtigen. Ihr wollt sicher die richtige Antwort hören. Zitat. Ja, okay. Wie gesagt, meine Kenntnisse von Musikinstrumente sehr begrenzt. Ist natürlich schade, dass es gerade das Spiel geworden ist. Wenn Sie jetzt erst zuschalten, meine Damen und Herren, dann wundern Sie sich nicht. Also die beiden Spiele, die ich überhaupt nicht gut beherrsche, sind halt dieses Musikinstrumente und halt Sackwerfen. Und ich wette dafür, dass diese beiden Spiele jetzt auch kommen. Also das eine ist ja jetzt gekommen und dann als letztes Spiel Sackwerfen. Keine Ahnung, das ist... Die richtige Antwort lautet... Aber so kann ich euch mal demonstrieren gleich, wie gut der Luis dieses Spiel beherrscht. Da er von 6, 7 Antworten nur ein, maximal 2 falsch macht. Jetzt werdet ihr bald ins Schwitzen kommen. Das klingt wie so eine Raschel, so... Ich weiß nicht, wie diese Dinger heißen, aber... Ja, schade auch. Ich meine, dieses... Ja, ich guck mal gleich, wenn er mir das Bild zeigt. Ich mach mal Snare einfach. Leider, die Zeit ist aus. Punkt verloren. Ne, ich habe ein anderes im Kopf gehabt. Seid ihr noch konzentriert und motiviert? Gut, dann weiter. Das klingt wie so eine Panflöte. Ich muss mal ein bisschen was riskieren jetzt. Gut, dann wollen wir mal das Ganze auflösen. Panflöte. Jawohl. Klasse. Da habe ich ja wirklich mal was gewusst. Ha, das war 1A. Diese Kontrahenten geben heute wirklich alles. Passt gut auf. Ja, das ist wieder irgendeine Zupfgitarre, aber ich habe keine Ahnung welche. Wahrscheinlich stehen da wieder 4 Gitarren, die ich alle noch nie gehört habe. Ja. Hätte ich nicht gewusst. Und hier die richtige Antwort. Psalter. Aber der Luis weiß das natürlich. Ja, das war richtig. So macht das Spaß. Und das Publikum geht wieder richtig mit. Nächste Frage, bitte. Für. Auch das hätte ich nicht gewusst. Dann schauen wir uns mal die richtige Antwort an. Gläser. Gläser. Das passt nicht. Ich halte Gläser das nicht mehr aus. Zählt als Musikinstrument. Na gut. Wer wird die nächste Runde gewinnen?
Ich würde sagen Akkordeon. Oder... Da, so ein Musikakkordeon, würde ich mal sagen. Könnte auch ein Knopfakkordeon sein. Ein Musittenakkordeon. Hier ist die richtige Antwort. Hm, keine Ahnung. Ach, ich wusste es. Genau dieses Ding habe ich im Kopf gehabt. Aber ich habe da gerade nur Akkordeon gelesen und war dann zu schnell. Das war ein verschenkter Punkt. Achtung, es geht weiter. Weil ich mich auch so schnell verlesen hatte. Ja, komm, Sektor des Elters, der braucht nur einen Punkt. Ich würde sagen, eine Konzertgitarre. Oder eine Western-Gitarre geht natürlich auch. Und hier die richtige Antwort. Western-Gitarre. Ja, ist ärgerlich, dass ich gerade mit dem Akkordeon das mich vertan habe und falsch gelesen habe. Yeah. Hätte ich jetzt schon 4 Punkte. Schade, schade. Doch darf ich mich nicht zu sehr drüber ärgern. Ich muss alle Konzentrationen eigentlich schon fürs Entscheidungsspiel. Klingt dann Saxophon, würde ich sagen. Ja, nur was? Tenorsaxophon oder dieses hier unten? Keine Ahnung. Richtig ist Tenorsaxophon. Schade. Und damit haben wir dieses Spiel verloren. Ich kenne auch den Unterschied zwischen die beiden, so, zwischen den beiden Saxophonen nicht. Okay, und damit kommt jetzt das Entscheidungsspiel. Also wenn jetzt Sackwerfen kommt, habe ich definitiv schon verloren, weil das Spiel verbuggt ist. Das wird jetzt langsam spannend. Und alle anderen Spiele werden spannend werden. Das Zwischenergebnis zu kontrollieren. So, Entscheidungsspiel 14 zu 14. Jetzt sind wir mal gespannt, was wird das Entscheidungsspiel werden. Fangen, das kenne ich ja gar nicht, oder? Ach doch, ich glaube, das kenne ich. So, schauen wir mal. Wenn eine 1 oder eine 6 gewürfelt wird, muss einer fangen und der andere wegziehen. Hat man erfolgreich weggezogen oder gefangen, bekommt man einen Punkt. Zieht oder fängt man bei der falschen Würfelzahl, bekommt der Gegner einen Punkt. Wer zuerst 9 Punkte hat, gewinnt das Spiel. Nach jeweils 2 Punkten wird die Position gewechselt. Und los geht's! Okay, es wird spannend. Das Entscheidungsspiel bei Schlag den Star. Sieh mal eine an, das hätte jetzt auch anders sein können. Schön stillhalten. Mann, oh Mann! Die Anspannung ist enorm bei mir gerade. Jawohl. Wichtig ist, nicht beim falschen Wurf zu reagieren. Es gibt uns ein bisschen Sicherheit, hoffe ich mal. Oh, der Luis, der zuckt aber auch keinen Millimeter. Oh ja. Na endlich. Wir warten gespannt auf dich. Ich weiß nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Ach, Gott sei Dank, ich habe auch gezuckt. Aber Luis hat zuerst gezuckt. Wenn ich gewürfelt habe. Elton sagt gar nichts. Jawohl. Ja, da kenne ich mich aus. Jetzt sind wir so ein bisschen sicherer geworden. Es kann losgehen. Aber noch haben wir hier nichts erreicht. Ich muss aber auch zugeben, auch ich habe wieder gezuckt. Dinge, für die ich mich interessiere. Geschwindigkeit Jawohl. Ist hier alles. Jetzt kommt der andere dran. Los geht's. Ich weiß nicht, bis wie viel das geht hier, aber wir einfach weitermachen so. Ich wäre auch gerne mal da unten. Es ist gerade irgendwie dieses Spiel so ein bisschen verbuggt hier, weil die Hand ist nämlich immer über dem Würfel. Wenn die falsche Zahl reagiert, erhält der Gegner einen Punkt.
Mich das Würfeln mit dem Geräusch ist asynchron. Jetzt nicht mehr, Gott sei Dank. Liebe Zuschauer, freuen Sie sich, das wird noch richtig spannend hier. Weil das war gerade echt schwierig, weil er immer die mit der Hand den Würfel überdeckt hat. So. Hier braucht man blitzschnelle Reflexe. Geht das bis 9 oder bis 10? Und damit haben wir Schlag den Star gewonnen. Und es war wieder sehr, sehr knapp. Also der Louis ist echt eine harte Nuss. Ich habe gestern Abend gegen ihn knapp gewonnen und heute jetzt auch wieder knapp. David. Der Punktestand hat sich wie folgt verändert. Und damit haben wir diese Show gewonnen. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und spreche nochmal eine Kaufempfehlung für Schlag den Star auf der Nintendo Switch aus. Und bis zum nächsten Mal, euer My Gaming World 81. Was für eine Leistung, das macht dir so schnell keiner nach, David. Yippie, das war echt stark. Hier muss man leider die Überlegenheit des Gegners anerkennen. Louis. Das ging gar nicht. Das war wieder eine einzigartige Show mit vielen Überraschungen. Danke.